Hallo und herzlich willkommen zum Maltisch am Mittwoch, Episode 143 vom 7. September 2016. Willkommen im Slantember und dementsprechend gibt es heute, wie ich auch gleich nochmal erklären werde, Slanisch und Echsenmenschen. Ich werde bei den Echsenmenschen mit euch die Kern- und Eliteeinheiten aus dem Armeebuch Echsenmenschen durchgehen und meine Hoffnungen und Gedanken dazu äußern. Ich habe nämlich noch nicht wirklich viel Spielerfahrung, kann nicht dieses Strategium-Ding machen, wie ich zum Beispiel für Chaos und Imperium schon gemacht habe. Zwischendrin gibt es noch einen Beitrag von Silent 87 zu Flames of War, Hellfire and Back, der großen Afrika-Kampagne und dem passenden Thema, was er sich ja ausgesucht hat für seine Armeen. Und dann können wir da auch zielgerichteter Content produzieren. Ohne viel weiter zu quatschen, direkt zum Video nach dem Intro. Willkommen hier am Maltisch im Slantember. Jawohl, Slantember, was soll das für euch heißen? Eine thematische Ausrichtung. Und während ich hier an diesem untoten Sigmarpriester noch ein wenig rumarbeite, ich möchte nämlich noch ein paar Flagellanten-Bits ergänzen, werde ich euch mal kurz erklären, was das Ganze auf sich hat. Der Slantember ist reserviert für Slanisch und Slan, also die Diener der Slan, die Echsenmenschen. Warum? Ich habe die nächsten Monate nicht wirklich so extrem viel Zeit fürs Hobby und muss die Zeit, die ich habe, gezielt nutzen. Also habe ich mir gedacht, machst du jetzt bis zum Ende des Jahres dir in den 4 Monaten große Themengruppen. Themengruppe 1, der Slantember, in dem ich versuche, ein Saurus-Kriegerregiment und vielleicht ein oder zwei Echsenmenschen-Charaktere fertig zu kriegen. Warum? Weil ich halt gerade Lust auf Echsenmenschen habe. Da möchte ich nämlich auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen aus dem Armeebuch. Des Weiteren möchte ich natürlich auch mit Slanisch ein bisschen weitermachen, dass ich da dann das erste Kriegerregiment fertig bekomme und auch da was spielfertig zu haben. Dann werde ich in jeder Folge dann halt auch schon was zu berichten zu Slanisch, den Echsenmenschen und den Fortschritten und werde euch versuchen, so fast wie ein Tagebuch auf dem Laufenden zu halten. Der nächste Monat wird dann wahrscheinlich, wenn das so läuft, wie ich denke und auch gut ankommt, der Oktober. Der Oktober wird genutzt, um Orks zu malen und diese Orbrook Kingdoms dann spielfertig zu bekommen und auch deine fertige Armee zu haben. Der November steht ganz im Zeichen von Nurgle. Und ich möchte da gerne meine Krieger des Chaos Nurgle auf, also auf den neuesten Stand bringen, könnte man sagen. Und ein wenig optimieren, das was ich aktuell habe. Und dann haben wir noch zum Ende des Jahres hin den Dezember. Und im Dezember wird es dann ganz, ganz fokussiert um Blutnebel um Steinbachtal geben, wo ich mich sehr auf diese Modelle fixieren werde, dass ich da auch wirklich gut vorankomme. Ob das Ganze klappt, wie ich das Ganze auch durchhalte, das ist nämlich immer das größte Problem, weiß ich jetzt noch nicht, vermag ich nicht zu sagen und möchte mich auch noch nicht hundertprozentig darauf festlegen, dass es alles so gut läuft. Im besten Falle klappt's und ich habe dann Ende des Jahres ein paar hübsche Armeen aufgebaut,
Im schlechtesten Fall klappt es nicht und ich dümpel so mit Einzelminiaturen herum. Beziehungsweise hoppe immer zwischen den Armeen hin und her und brauche halt ein bisschen länger dafür. So, das ist der Gedanke, das sind die Gedanken zu diesem Entschluss des themenspezifischen Monats. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch damit auch anfreunden könnt. Heißt aber nicht, dass es nicht zwischendurch auch noch anderen Content gibt. Wie gesagt, es ist der Fokus und auch so von mir, quasi beim, wenn man so will, privaten Malen, auch der Fokus auf den entsprechenden Modellen. So, was mache ich jetzt gerade? Ich bringe an diesen Hammer, diesen, dieser untote Reiter hat, dieser untote Sigma-Priester, bringe ich hinten an den Hammer einen Kometenschweif an. Das war eine Anregung vom Devils Advocate, den noch mehr wie ein Sigma-Priester darzustellen. Ich habe jetzt erstmal Spruchbänder dran gemacht an den Gürtel und hier ein Schwert. Und nach Durchsicht der Flagge Landenbox, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, klebe ich hier hinten als rückwärtige Seite des Hammers einmal einen Kometenschweif an, um nochmal diese Ikonografie des Sigma-Priesters rauszuholen. Noch ein bisschen mehr. Den werde ich hier gleich ankleben. Genau, das müsste passen. Müsste fast passen. Ich kann den sogar noch ein bisschen kürzer machen. So. Das reicht dann noch genauso. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wie male ich den an? Ich habe schon viele gute Vorschläge bekommen. Nur passen die nicht hundertprozentig zu dem Armee-Thema, was ich mir gedacht habe. Wirklich wichtig wird das natürlich auch erst im Dezember. Klar. Aber es wäre schön, wenn ich jetzt schon mal ein paar Ideen hätte zusätzlich. So, dann habe ich hier noch so ein lustiges Büchlein, was auch bei dem Flaggeland mal nicht dabei ist. Das hänge ich eben, glaube ich, auch hier hinten so dran. Hier hinten an den Gürtel. Und hier vorne an die Kette noch ein Hammer vielleicht. Da so. Dann ist er echt überladen mit der Ikonografie. Aber dann ist auch ganz klar, was ich meine. So, das heißt, die Teile hier können einmal weg. Wo ich mich natürlich auch nochmal sehr, sehr bedanke, dass wir diesen Tausch machen konnten. Echt coole Sache. So, dann hier die extra Bits. Ein Hammer und ein Buch. Ja, dann ist es ja ein untoter Reiter. Ein Reiter der schwarzen Ritter eigentlich, regeltechnisch. Da habe ich mir ein Stück Haut abgeschnitten, hurra. Und da müssen ja noch dann als spielbare Einheit vier weitere dazu. Jetzt habe ich auch mir überlegt, wie kann ich denn die vielleicht dann auch designen? Ordensritter irgendwelche? Ritter der Reichsgarde? Was ganz anderes? So Briten, Flagge landen oder sowas? Da überlege ich gerade für mich so ein bisschen, bevor ich tätig werde, wie ich denn das darstellen kann. Im Moment kann ich den ja hier immer noch als berittenen Helden spielen, erstmal, wenn er dann mal fertig ist, bevor ich die Einheit fertig habe. Denn auch die kann ich ja mit der Lehre des Untodes beschwören. Das ist ja kein Problem. Und vielleicht habt ihr da auch ein paar Ideen, wie die Einheit dieses berittenen untoten Sigma-Priesters aussehen könnte, die er ins Feld führt. Vielleicht gibt es dann natürlich auch noch das Kommando,
halt für die Optik. Dann brauche ich nur zwei mit Waffen machen. Und dann habe ich ganz kleine Musiker und Standardbeträger, die schon mal die Entscheidung, was denn die anderen für Umbauten sind, ein bisschen vereinfacht. So, mal das Buch zusammenkleben, bevor es ganz wohl hinkommt. So. Und dann haben wir den Schweif. Nochmal ein bisschen über den Hammer schneiden. Lebstoff aufgeben und dran damit. Normalerweise wäre ich hier eher dafür, das irgendwie zu stiften oder so. Bei solchen angeklickten Sachen. Aber das Ding ist so dermaßen klein. Dass das nicht richtig klappt und ich merke gerade, dass der schief ist. Toll. Kacke. So. In etwa. Das heißt, die Fläche hier muss ich noch ein bisschen abschrägen. Nach da. Auffrischen den Kleber. Zweiter Versuch. Besser. Ja, genau. Das ist jetzt der. Okay, ihr seht ihn nicht richtig. Ich zoome mal ein bisschen ran. Nicht, dass euch schlecht wird. Vorsicht. Das ist jetzt dieser Hammer mit zweischweifigen Komet hinten dran. Hier habe ich jetzt das Buch auch nochmal mit einem zweischweifigen Komet. Kommt jetzt hier so hinten dran, als wäre es so da, als wäre es an dem Gürtel. Dafür muss ich aber ein bisschen den Sattel hier hinten wegschneiden, um dann eine bessere Klebefläche zu bekommen. Und da bin ich jetzt ganz froh, dass ich mich entschieden habe, den Reiter noch nicht auf Space zu kleben. Denn so kann ich den einfach stabiler anfassen, indem ich richtig ins Modell reingreife und nicht unten an die Base hier so drücke und dann die Beine abbreche oder sowas. Das wäre dann schade um den Umbau. So, hier kommt das Büchlein dran. Das ist aber ein komischer Winkel. Machen wir das so, genau. Sonst guckt sie nämlich zu weit raus. So? Nein. Schon so hier hinten. Dann kann ich da ja hinterher noch mal eine ganz kleine Kette dran kleben oder so. So was in der Art. Jetzt noch ein paar Klebepunkte hier dran. An manchen Stellen, damit es besser hält. Und hier vorne an den Gürtel kommt noch mal zusätzlich so ein Hammeranhänger. Wie er soll. Zack. Und schon sieht das Modell noch viel, viel, viel fetter aus. Aber irgendwie fehlt mir hinten drauf jetzt noch was. Kann ich das Buch? Ja, kann ich noch abnehmen. Ich versuche es noch mal ein bisschen schräger hier hinten. Ja. Ich weiß nicht. Das hier dem Pferd auf dem Rücken. Sieht aber auch komisch aus, ne? Oder
hier vorne irgendwo? Ne, da geht ja nicht mehr, da ist ja schon die Schriftrolle dran. Nee. Okay, das Buch lasse ich, glaube ich, nochmal beiseite. Guck, wenn der Rest angetrocknet ist. So. Und nach diesem kurzen Intermezzo mit dem untoten Reiter kümmere ich mich mal um den Slanesh-Streitwagen. Da gab es ein paar Anmerkungen, dass dieser noch ein bisschen farblos wirkt. Deshalb nehme ich mir nochmal Druki Violet, werde die Bäuche der Slanesh-Pferde. Huch, da war die Kamera nicht richtig fest. Mea culpa. So, werde die Bäuche der Slanesh-Pferde nochmal nachmalen. Also wirklich minimal mit der Farbe. Dass die nochmal ein bisschen andere Färbung bekommen. Ich nehme hier auch Kritik an. Ja, sieht schon ganz anders aus. Also auch hier danke für den Tipp. Ich glaube, der kam in dem Falle vom 42 zuerst. Ganz anderes. Erstmal war ja die Idee, das Slanesh-Pferd an die Dämonen anzupassen, die ich schon gemacht hatte. Die ja die Verstoßenen darstellen sollen. Die wollen ja auch sehr, Gott, Englisch wäre jetzt featureless, sehr glatt wirken die. Und ohne irgendwie groß Highlights. Aber bei den Pferden ist, glaube ich, das doch cooler so. Bei denen jetzt ziehe ich das auf jeden Fall. Ach, das andere Modell ist auch so. Ja, dann kann ich es sogar bis vorne zum Mund durchziehen. Diese noch nachträgliche lila Färbung. So, bei dem anderen Slanesh wird mir das ein bisschen schwieriger, glaube ich. Nee, doch nicht. Von innen ein bisschen schwieriger vielleicht. Weil das ja diese sehr, sehr vorgebeugte, gestreckte Körperhaltung hat. Aber auch das kriegen wir hin. Mit Geduld und Spucke. Und so seid ihr mal wieder dabei, wie auch der diese Fingertipps annimmt und seine Modelle nach User-Anregungen optimiert. Und das in dem Falle sogar mit sehr, sehr einfachen Schritten. Es ist ja tatsächlich so, dass ich jetzt hier nur den Shade leicht aufmale. Um dem vorher schon gebürsteten Slanesh-Pferd nochmal ein bisschen andere Färbung zu geben. Wichtig natürlich jetzt hier nicht an so helle Stellen ranzukommen wie Knochen oder Krallen, weil die Farbe dann natürlich da sehr auffallen würde, wenn ich mich aus Versehen vermale. Aber es geht schon. Ja, Slanesh. Ich freue mich einfach, dass das Farbschema, was ich mir ausgedacht habe, auch mit den Modellen, so wie ich sie umgebaut habe, so gut funktioniert. Und natürlich freue ich mich auch, das ist ja immer ein Stück weit auch im Hobby, dass man sich wegen sowas freut,
dass die Modelle, die ich veröffentlicht habe bis jetzt, so gut ankommen. Auch wenn es noch keine komplette Einheit bis jetzt ist oder gewesen ist. Alle Modelle kamen gut an. Und das freut mich einfach. Das ist dann Motivation, auch weiterzumachen. Auch mal ein bisschen mehr über den Tellerrand zu schauen teilweise. Nochmal andere Sachen zu machen. Zum Beispiel hier einfach mal nochmal nachzuarbeiten und ein bisschen diese Färbung hier reinzubringen. Und so macht das dann natürlich auch Spaß. Wenn die Community, also ihr, nochmal ein bisschen konstruktive Tipps gibt mir, die sich leicht umsetzen lassen. Und eine Verbesserung der Miniaturen zu Folge haben, beziehungsweise wo dann auch die anderen, die ja da so teilweise auch still mitschauen, nochmal Nutzen von haben und sehen, aha, guck mal, diese Finger hat das jetzt so nachgemacht, wie es angemerkt wurde, und das sah wirklich gut aus, also kann ich das vielleicht für meine Minis auch machen. Gerade beim Nachmachen sind. Zur Mitte hin, wo sich die dann jetzt lila gefärbte Fläche und das helle treffen, gehe ich nochmal mit ein bisschen Shade rein, um dann nochmal einen stärkeren Kontrast, also eine Kontrastschattenlinie zu erzeugen. Bildausschnitt heute. Ungewohnt für mich eigentlich. Da ich ja sonst sehr nah am Modell bin mit der Kamera. Aber nun gut, so ändern sich Dinge. Seht jetzt keine Detailaufnahmen vom Modell, aber dafür gehe ich nicht aus Versehen mal mit den Händen raus aus der Kameraeinstellung. So, wunderbar. Die Finnen hier hinten werde ich jetzt nicht mehr einfärben, da mir das sogar schon reicht. Als Alternative. Und jetzt kümmere ich mich noch um diese kleinen Schädel, die in die Rüstung des Kriegers eingeprägt sind. Denn die haben Charakteren. Was ich jetzt für die anderen Modelle auch machen werde, so gemalt, als würden die so ein bisschen leuchten. Wie so ein bisschen dämonenfeuermäßig. Er auf der. Huch, da geht die Farbe wieder zu. Da hat er auf der Brust einen großen, dieser Schädel. Und hier auf dieser einen Schulterplatte ist noch einer. Ja, das ist ein normaler Schädel. Vorne passt das nicht so am Streitwagen. Gut. Es wurde auch angemerkt, die Augen bei dem Modell hier, bei den Slaneschwerden, könnte ich ja noch ein bisschen rausarbeiten. Da muss ich sagen, die sind ausgearbeitet. Das sieht man tatsächlich wegen den Fotos und den Bildern, die leicht von oben geschossen sind. Nicht ganz so. Die sind tatsächlich gehighlightet. Und das ist ja ein Foto verfälscht. Das Ganze ja immer ein bisschen. Was ja eigentlich schade ist. Oft sind schöne Modelle, die
die dann durch die Beleuchtung bei Fotos an Qualität verlieren optisch. So, dann ach, so. Paddlebush Flash habe ich vergessen. So. Ja, und das mit diesem Leuchten hier will ich dann halt bei den restlichen Modellen auch allen aufarbeiten nochmal. Zumindest bei den Kriegern, diese kleinen Schädel an der Rüstung. Auch dieses Energieleuchten bekommen. Das hat dann nochmal dieses vom Feeling her, die sind halt so sehr mit ihrer Rüstung verschmolzen, dass die Rüstung durch ihre Einflüsse, durch ihre dämonischen Kräfte den Träger noch weiter korrumpiert und stärker macht. Und wer weiß, vielleicht werden die normalen Krieger dann ja auch irgendwann zu Auserkorenen gemacht, wenn ich mir noch Krieger anschaffen sollte, die nicht ganz so kunstvolle Rüstung haben. Dann passt das ja auch nochmal mit dieser zusätzlichen dämonischen Energie. So, und guter Letzt kommt in die Vertiefung nochmal Drakenhof Nightshade. Damit auch diese Struktur vom Schädel wieder rauskommt und das Ganze nicht weißlich, sondern bläulich leuchtet. So, ist natürlich jetzt hier nur ein minimaler Schimmer, aber sieht schon nicht schlecht aus. So, bevor ich weitermache, zeige ich euch das mal kurz. So, hier haben wir Licht, genau. Also das sind jetzt die Bäuche der Slaanesh-Pferde. Einmal komplett mit Drukhai Violet und einmal an den Rändern mit Drukhai Violet nachgearbeitet. Sieht schon viel besser aus direkt. Man sieht auch den Unterschied hier vorne, es ist relativ hell und hier an den Übergängen, also an den Übergängen wirkt es dann dunkler. Und da haben wir dann beim Krieger diesen ganz leichten Effekt an der Rüstung, der das Ganze noch mal ein bisschen auflockert. Und dann ist der Streitwagen des Slaanesh nun tatsächlich fertig, bis auf den eventuell Schnee, falls ich mich dazu entschließe, tatsächlich den Kriegern des Chaos auf die Base Schnee zu spendieren. Und jetzt gleich machen wir weiter mit den anderen Slan, den Echsenmenschen. Und bis ich jetzt hier umgeräumt habe, zeige ich euch mal einen kurzen Beitrag von Silent. Der hat nämlich das Buch Hellfire and Back sich nun angeschafft. Willkommen im Strategium. Heute handeln wir einmal das Buch von Flames of War ab, Hellfire and Back. Das Buch handelt um die frühen Schlachten des Zweiten Weltkriegs in Afrika. 1940 bis 1941 ist das genaue Datum. Folgende Fraktion haben wir dort vorzufinden. Einmal die Italiener, dann haben wir das Deutsche Reich und die Briten samt Commonwealth. Dazu gehört mit Indien, Südafrika, Australien und Kanada, um nur ein paar vorwegzunehmen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal das Buch an. In diesem Buch haben wir direkt auf Seite 1 die Karte Europas am 1. September 1940. Hier sehen wir einmal das Deutsche Reich. Die rot hinterlegten Staaten sind alles soweit Verbündete. Die blauen, das sind die alliierten Länder. Und die grünen sind erstmal die ganzen Neutralen. Dann haben wir am Anfang ein wenig Geschichte, wie das alles um Afrika entstanden ist. Hier sehen wir unterschiedliche Operationen. Und dann gehen wir erstmal weiter zur ersten Fraktion.
Da haben wir einmal die Italiener. Hier gibt es auch besondere Kommandanten. Zum Beispiel haben wir hier Capitano Sergio Valetti, den man auch so einsetzen kann. Italiener haben noch ein paar Sonderregeln. Man würfelt die dementsprechend aus, wie weit die loyal sind und wie weit die ausgebildet sind. Und dann würde ich direkt weiterspringen zu dem, wo ich eigentlich hin wollte mit euch. Das ist mit das Deutsche Afrika-Korps. Auch immer sehr schön ist die Missionsbewegungen, die ausgeführt worden sind und der Weg dorthin. Und dann sehen wir hier einmal die zwei besonderen Kommandanten, sage ich mal, der Deutschen. Einmal Generalmajor Erwin Rommel und einmal Gefreiter Arnold Hübner, die jeweils eigene Sonderregeln mitbringen für das Regiment, dem sie sich anschließen, beziehungsweise frei auf dem Schlachtfeld bewegen können. Hier geht es einmal Richtung leichte Panzerkompanie, wobei für mich eher die mittlere Panzerkompanie in Frage kommen würde, was ich mir aufbauen möchte. Da geht es am Anfang erstmal als Kommandpanzer um den Panzer 4 in der Ausführung D. In den mittleren Platoons kann ich ebenfalls Panzer 4 Ausführung D spielen. In den leichten Panzerplatoons Panzer 2 oder Panzer 1. Die gibt es auch noch in meiner gesonderten Ausführung später für die Pioniere als Destruction-Einsatzteam. Heißt, die haben hinten dran einen Sprengsatz, sind bis an den Bunker vorgefahren, haben gedreht und den Sprengsatz fallen gelassen. Dann haben wir hier noch einmal die Schützenkompanie. Die ist für mich auch eher uninteressant. Dann haben wir die Panzerschützenkompanie. Das wäre für mich ebenfalls eine Überlegung, die so aufzubauen. Habe ich hier halt auch wieder die Auswahl, ob ich Panzer 3, Panzer 2 Platoons oder auch Panzer 4 spiele. Was für mich halt auch sehr ansprechend ist, ich kann mit der Luftwaffe spielen. Da würde ich gerne beide Fraktionen mit Flugzeugen ausstatten, die ich mache. Einmal die Briten sowie auch die Deutschen. Was auch interessant ist, die Deutschen haben Zugriff auf italienische Platoons, die im Prinzip als verbündete Truppen mit eingesetzt werden können. Die sind auch nochmal gesondert gekennzeichnet in dem Buch. Wenn ich es jetzt finde, zeige ich es euch. Das ist dann einmal hier. Haben wir direkt das italienische Zeichen, dass ich da auch eine italienische Kohorte spielen kann. So, dann haben wir hier nochmal weitere Kompanien, wäre halt die MG-Kompanie oder die leichte Pionierkompanie. Und hier ist einmal dieser Destruction Tank, kann man spielen als Panzer 1 oder Panzer 2 Ausführung C. Hier sieht man auch den Aufbau mit der Sprengvorrichtung, die ich gerade erwähnt habe. Es gibt halt gepanzerte Pionierkompanien, die ich auch mit in der mittleren Panzerkompanie spielen kann oder auch bei den Panzerschützen. Was für mich halt auch noch sehr interessant ist, man kann Captured Tanks wählen, das heißt, ich kann Panzer der Briten auf meiner Seite einsetzen. Hier haben wir unterschiedliche Platoons, Infanterie, Machine Gun Platoon oder halt leichte Artillerie. So. Sehr interessant ist, man hat Stützpunktoptionen. Jede Fraktion kann einen Stützpunkt haben. Das HQ besteht immer aus einem Kommandoteam, einer Trenchline und einem Stacheldrahtzaun. Und des Weiteren kann man noch zusätzlich noch dabei zwei weitere Trenchlines, kann man Minenfelder dazu kaufen, noch mehr Stacheldraht, schwere Maschinengewehrnester und Stützpunktverteidigung, 5 cm Nest und 2 cm Nest, was für mich einfach mehr
taktische Möglichkeiten da reinbringt, um das, was man halt spielen kann. Dass ich halt sage, die Briten haben jetzt hier eine vorgezogene Stellung, haben sie befestigt und da muss man halt hin. So, sehr interessant ist, die Panzerjäger-Platoons bestehen aus Panzerjäger 1. Das heißt, da hat man ganz einfache Panzerflur genommen für diese Aufgabe. Dann haben wir nochmal zwei unterschiedliche Artillerie-Batterien, einmal leicht und schwere Artillerie. Auch hier wieder ist die Luftwaffe mit dabei, die halt mit schwerer Luftverteidigung aufwartet, dem 8,8 cm Flak. Und halt leichten fahrbaren Flakgeschützen auf Halbkette. Und hier haben wir auch einmal die Luftunterstützung, von der ich gerade sprach. Die U-87B Stuka sind jeweils drei Flugzeuge, die ich gerne einsetzen möchte. Und auch hier wieder hinten dran das deutsche Arsenal mit Aufführung der Panzer, eroberte Panzer. Genauere Auflistung der Stützpunktbewaffnung, den Nestern und auch hier nochmal hinten dran die Sonderregeln, die auch in dem normalen Regelwerk drin vermerkt sind. So, dann geht es einmal Richtung Großbritannien, die ich ja als gegnerische Fraktion auch aufbauen möchte. Da weiß ich noch so gar nicht, in welche Richtung ich mich bewege, einfach weil es so viele unterschiedliche Truppen gibt. Wir haben einmal die 7. gepanzerte Division und je nachdem, für welche ich mich entscheide, haben sie andere Werte im Bereich Ausbildung und Standhaftigkeit. Wir haben die 8. Armee, die Guards und dann kommen wir auch schon zu weiteren Truppen. Hier hätten wir die Inder. Australien ist mit dabei, Neuseeland Maoris. Wichtig ist, jede Fraktion hier hat nochmal eigenständige Sonderregeln. Zum Beispiel haben die Maoris einen Kriegstanz, der Vorteile für sie mitbringt. Und hier haben wir einmal die besonderen britischen Kommandeure. Wir haben einmal Corporal John Jack Edmondson. Oder Brigadier J.C. Jock Campbell, die auch wieder ihre eigenen Sonderregeln mitbringen und halt Unterstützung für die jeweiligen Regimenter bringen. Bei den Briten könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, ein Armored-Regiment zu bauen oder ein schweres Artillerie-Regiment. Aber da halte ich mir noch alles offen, einfach weil ich da noch nicht ganz so eingelesen bin. Auch hier ist wieder zu sehen, nicht jede Fraktion innerhalb Britanniens kann diese Art von Truppe aufstellen. Genau, hier haben wir zum Beispiel die Royal Horse Artillerie Batterie. Besonderheit dabei ist, dass man 8 Artilleriestellungen aufstellt und mehrere schwere Unterplatoons hat, meine ich. Oder auch nicht. Wir gehen einfach mal weiter. So, hier haben wir nochmal Sonderregeln zum Thema Gelände, weil wir halt das Wüstenthema haben. Es gibt halt Oasen,
oder halt auch Palmen, Inseln in der Nähe von Oasen, die halt nochmal Tarnung für die Truppe mitbringen. Zum Beispiel ist eine Oase unpassierbar für die Truppen, egal welcher Art. Das heißt, man kann sich nicht durchbewegen, man muss immer drumherum. Was auch schon wieder taktische Optionen bietet. Hier haben wir nochmal unterschiedliche Arten von Gelände. Zum Beispiel das Wadi ist ein ausgetrocknetes Flussbett, was in unterschiedlicher Struktur vorhanden sein kann. Es kann geflutet sein, es kann steinig sein oder es kann sehr flach sein. Dementsprechend hat man andere Geländebedingungen für die Truppen, die sich hinüber bewegen möchten. Wie gesagt, es gibt auch Minenfelder, die kann man besonders kennzeichnen. Die Regeln für die Minen stehen in dem normalen Armeebuch, im normalen Regelwerk. Hier sehen wir dann schon mal ein paar präsentierte Karten, wie das aussehen könnte. Hier sehen wir zum Beispiel ein, ja, ich würde sagen, Vorstoß der Deutschen auf eine britische befestigte Stellung. Noch nicht wirklich ausgebaut. Hier haben wir eine kleine Malanleitung, wie man so lustige Staubwolken für hinter die Fahrzeuge bauen kann. Und hier sehen wir auch einmal die unterschiedlichen Stützpunktaufbauten. Hier haben wir einmal zum Beispiel das 8,8 cm Nest. So könnte es aussehen. Die gibt es separat so zu kaufen. Aber ich guck mal, vielleicht fällt uns da noch eine andere Lösung ein. In Kooperation mit dem Jonas hier mal genannt. Hier haben wir dann einmal Regeln gegen befestigte Kompanien. Und hier sehen wir einmal einen Aufbau, so könnte ein Stütz, eine befestigte Stellung aussehen, auf die dann einmal ein Angriff stattfinden soll. Besondere Schussregeln der unterschiedlichen Nester. So, und hier haben wir auch wieder Missionen, wie die Aufstellung, Entschuldigung, wie die Aufstellung halt gemacht wird, wo die Marker hinkommen, die man halt einnehmen muss. So, und dann haben wir hier noch einmal den Painting Guide, einmal hier für die Italiener, ist so grob vorgegeben, wie man die bemalen kann. Oder halt hier für die deutschen Afrika-Korps. Auch sehr schön ist, wie man hier so ein bisschen die Abnutzung der einzelnen Panzer aussieht. Da werde ich mich auch mit der Bemalung dran anlehnen. So, dann haben wir hier noch einmal die Briten zum Schluss. Die haben dann auch wirklich ein Tarnmuster auf ihren Panzern. Was für mich auch sehr interessant ist für das Thema Wüste. Und am Ende haben wir nochmal die Karte von Europa am 31. Dezember 1941. Und das war es dann auch mit dem Buch Hellfire and Back. Danke, Silent. Und wir haben jetzt hier am Maltisch meinen ersten Echsenmenschen-Saurus-Krieger des neuen Projektes. Also neu im Sinne von, ich hatte ja schon mal Echsenmenschen. Hatte mir ein Farbschema in den Kopf gesetzt, es war dann aber im Endeffekt doch nicht so cool, wie ich dachte. Und habe jetzt hier mal, weil ich irgendwie gerade auf diesem Lila in Kombination mit Blau, Blau-Grün und Knochenfarben-Trip bin, einfach mal einen Farbtest gemacht. Und der gefällt mir so dermaßen gut, dass ich mir dachte, machen wir mal direkt weiter. Und deshalb auch der Slamtember. Wir haben hier eine Mischung aus Knochenfarben mit lilafarbenen Schuppen. Im Rücken. Wir haben natürlich ganz klar Metall in Gold-Messing und wir haben diesen Schild in diesem Blau-Grün,
Aus dem Grund, weil ich dachte, dass diese Echsen die Schilde, die sie tragen, aus größeren Echsen machen, die sie vielleicht auch halten, die verstorben sind. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Reittiere, wie zum Beispiel die Saurus-Kavallerie in der Farbe sind oder ein Stegadon in der Farbe und so weiter und so fort. Und passend dazu, zu diesem leicht blutigen Saurus-Krieger, habe ich hier schon aufgebaut die nächsten 5. Einmal das Kommando und 2 zusätzliche Echsen. Einfach um die erste Reihe fertig zu kriegen von 6 breit. Und dazu passend habe ich hier auch das Buch Echsenmenschen. Und wir können ja mal ein bisschen darüber reden, was hier so drin steht. Denn ich habe schon klare Vorstellungen für meine Echsen. Ich habe noch nie wirklich viel Echsen gespielt, deshalb kann ich nicht aus Erfahrung berichten, so dass ich es fürs Strategium nutze. Aber ich kann hier schon mal auf diese Einheit, die ich hier habe, eingehen und meine Gedanken dazu äußern und werde mich um diese 4 Seiten hier kümmern. Kerneinheiten und Elite-Einheiten. Mal gucken, ob das klappt. So, das lege ich nämlich da oben hin, während ich hier unten mit den Farben rumhantiere. So, ja, also Echsenmenschen. Warum jetzt Echsenmenschen? Warum begünstigt das mit dem Farbschema? Weil ich ja auch immer mich schlau mache und viel schaue im Internet an Dokumentationen und da auch viel über dieses Themenfeld der Präastronautik mich informiere. Dass vor Äonen extraterrestrische Lebensformen die Entwicklung auf der Welt eventuell beeinflusst haben und diese von den damals lebenden Menschen als Götter verehrt wurden, weil sie halt vom Himmel kamen. Was zum Beispiel in den ganzen Maya-Tempeln und Azteken-Tempeln und durch die Ikonografie, die sie nutzen, auch abgeleitet werden kann. Zum Beispiel auch die Himmelsschlange der, was waren sie jetzt, Azteken? Der Maya? Auf jeden Fall einer südamerikanischen Ureinwohnerkultur. Diese Himmelsschlange lässt sich anhand von Beschreibungen und auch Piktogrammen auch ableiten, als wäre es vielleicht ein Raumschiff. Und das interessiert mich halt, weil das so sehr skurril ist, dieses Themenfeld. Und genau dazu passen diese Echsenmenschen ja perfekt. Allein auch von der Geschichte, die der GW denen gegeben hat, als es noch wirklich die Echsenmenschen waren und nicht wie es jetzt die Seraphon sind. Davon weiß ich überhaupt nichts vom Hintergrund. Werde ich mich auch nicht für interessieren. Für mich bleiben es die Echsenmenschen, die in Lustria, also wenn man das auf die aktuelle Welt, geografische Lage runterbricht, in Südamerika leben. Die wirken halt so sehr, sehr besonders, weil halt irgendwie so die Verbindung zu den anderen Völkern fehlt. Die sind also was ganz Eigenes und haben halt dieses Thema, die sind halt geschaffen worden für einen Sinn, aber dieser Sinn ist über die Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende, einfach verloren gegangen. Und jetzt sind sie wieder auf der Suche nach diesem Sinn. Sie wissen, dass sie von den Alten erschaffen wurden, um eine Aufgabe zu erfüllen. Das war's. Nun versuchen sie herauszufinden, aufgrund von alten Texttafeln oder Prophezeiungen, versuchen sie herauszufinden, beziehungsweise die Priester der Echsen, Kultur, versuchen herauszufinden, was denn ihr Sinn ist. Die meisten Berichte schließen dann natürlich ein, dass sie geschaffen wurden, um das Gleichgewicht auf der Welt zu bewahren.
was ja auch damit zusammenhängt, dass ihre Erschaffer, die Alten, verschwunden sind, als die Tore an den Polen zusammengebrochen sind in der alten Welt, beziehungsweise in der Warhammer-Welt. Und dadurch die erste große Chaos-Invasion stattfand. Daher gibt es ja immer noch aus dem Norden die großen Einfälle des Chaos, weil dieses Tor jetzt unkontrolliert offen ist. Das Südtor ist eher eingedämmt, so wie ich das jetzt im Kopf habe. Und da passen halt jetzt die Echsen ganz cool dazu, finde ich, zu der Sammlung, die ich habe. Das Farbschema, ich bin halt einfach auf diesem Farbtrip im Moment. Ich mag es, diese Farben zu malen. Die sind was Besonderes, die hat nicht jeder. Und ich kann auch cool kombinieren, indem ich zum Beispiel mal eine andere Brut, also ein anderes Regiment nehme und da das Violett für die Bäuche, also die Weichteile quasi der Echse nehme und das Knochenfarben für die Schuppen. Das heißt, ich kann das einmal komplett austauschen. Ich könnte mir vorstellen, auch diese so zu bemalen mit dem lilafarbenen Schuppenrücken, aber dann die Stacheln, die auf dem Rücken sind, in Knochenfarben und auch ein paar der angrenzenden Schuppen auf dem Rücken dann in diesen Knochenfarben weiter, dass man da so eine Musterung am Rückenkamm noch zusätzlich hat. Aber das kommt natürlich darauf an, wie viele Regimenter es dann im Endeffekt werden von den Modellen, die ich hier schon noch rumstehen habe. Denn laut Geschichte kommen diese Regimenter ja komplett aus den Brutteichen, aus den Bruthöhlen hinaus, komplett ausgebildet. Sie wissen schon ihren Rang, sie wissen, was los ist. Das größtgewachsene Exemplar ist der Champion, also der Anführer des Haufens. Und die haben auch alle dieselbe Farbzeichnung, die mit einer Brut herauskommen. Das heißt, pro Regiment muss es eine extra Farbzeichnung sein. Ich kann nicht im Regiment einfach mal wechseln, weil diese Regimenter dann auch so zusammenkämpfen, bis sie einfach niedergemacht werden bis zum letzten und ausgelöscht werden. Dann gibt es die Skinks, die kleinen Echsen, davon habe ich auch eine Plänkleinheit geplant, erstmal eine. Die würde ich gerne sehr, sehr knochenfarben machen, mit einem bisschen. Entweder von diesem Staggered Scale Green, also diesem Grün-Blau auf dem Rücken, oder halt Violett, da bin ich mir noch nicht so sicher. Dann mal schauen. Und in dem Zuge kann ich ja dann auch einfach mal zum Armeebuch kommen, weil ich auch gar nicht weiß, in welche Richtung es genau geht. Ich weiß nur, dass ich Echsenmenschen haben möchte. Jetzt, sofort. Kerneinheiten. Kerneinheiten im Armeebuch Echsenmenschen beginnen mit dem Modell, die ich hier gerade in der Hand habe, dem Sauruskrieger. Ein Sauruskrieger kostet 11 Punkte einer. Die Sauruskrieger-Einheit muss 10 Echsen groß sein. Bis Ende offen. Ich werde jetzt natürlich nicht die einzelnen Profilwerte alle durchgehen, aber was ich bemerkenswert finde für diese 11 Punkte, dass sie mit zwei Attacken standardmäßig kommen. Stärke Widerstand von 4. Dass sie eine Schuppenhaut 5 plus haben, mit Handwaffe und Schild ausgerüstet sind. Und als Sonderregeln haben kaltblütig und raubtierhaft. Kaltblütig ist diese Sonderregel, dass ich quasi den Moralwert-Test mit 3W6 mache und das höchste Ergebnis wegtue. Um einfach klarzustellen, dass das halt kaltblütige, was ja der Name schon sagt, Echsen sind, die nicht einfach wegrennen und diese tierischen Instinkte einfach manchmal überhand nehmen im Kampf. Und die andere Regel ist das Raubtierhaft, wodurch ich, wenn ich einen Trefferwurf mache und eine 6 würfel, eine zusätzliche Attacke generiere, was nur einmal geht. Also eine zusätzliche Attacke kann nicht wieder eine zusätzliche Attacke generieren, aber das ist schon cool.
Das heißt, wenn ich jetzt nur diese erste Reihe nehme, die ich hier gerade bemale, 6 Modelle, habe ich 12 Attacken, plus die eine vom Champion, der dabei ist, habe ich 13 Attacken. Und wenn ich jetzt ganz gut würfeln würde, habe ich potenziell die Möglichkeit, dieses zu verdoppeln. Nee, gar nicht. Nicht ganz. Stopp. 13 Attacken. Jede dieser Attacken, doch, kann ich. Jede dieser Attacken kann eine zusätzliche erzeugen. Das ist schon, so vom Gedanken her ist das schon böse. Diese Attacke kommt natürlich auch mit den genau denselben Werten wie die erste. Das ist schon dieses Zubeißen des Kiefers zum Beispiel. Bei ihm so, klack. Wenn ich jetzt noch irgendwie schaffe, die Echsen mit Giftattacke auszustatten, ist es so, dass der Treffer mit der Giftattacke ja sofort verwundet und ich dadurch eher auch nochmal eine Attacke kriege. Das heißt, ich habe eine sofortige Verwundung und eine sofort neue nochmal Attacke, was in den gegnerischen Reihen schon böse werden könnte. Auf der anderen Seite, der Engländer sagt on the receiving end, also wenn es ums Schaden einstecken geht, haben die eine Schuppenhaut 5 plus ein Schild, also die normalen Sauruskrieger haben einen 4er Rüstungswurf im Normalfall und dann durch Handwaffe, Schild, Parade nochmal einen 6er Rettungswurf, was auch nicht zu unterschätzen ist. Also wenn ihr mich fragt, der diese Einheit noch nicht oft eingesetzt hat in den damaligen Projekten und noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat, eine sehr, sehr solide Infanterieeinheit, bei der ich immer noch die Möglichkeit habe, die auch mit Speeren auszustatten, fällt zwar der Parade und der bessere Rüstungswurf weg, aber mehr Attacken. Also auch da leben die dann wieder von Synergie. Durch Doppelangriffe ein Regiment greift. Nee, nicht greift an. Stopp. Wenn ein Nahkampf länger bestehen bleibt, dann passt das. Ich greife mit 2 Regimentern an. Das eine Regiment ist ein Handwaffe-Schildregiment, was von vorne kommt. Was die Hauptlast des gegnerischen Outputs auffängt und am besten Fall wegrüstet. Und das andere Regiment geht vielleicht in die Flanke mit Speeren. Und hat da einen relativ guten Schadensoutput. Am besten natürlich den Schadenoutput, wenn der Nahkampf bestehen bleibt, in eine zweite Runde geht und noch mehr Speere zuschlagen dürfen. Andernfalls sind Speere natürlich immer gut für defensivere Einheiten, die angegriffen werden sollen. Gerade wenn es um Einheiten geht, die vielleicht als Heldenbunker dienen. Oder eine Saurus-Einheit, die wirklich eher hinten steht oder weiter hinten steht, um die großen Viecher zu schützen vor direkten Angriffen. Dann machen Speere natürlich auch Sinn. Meine erste Einheit, wie ihr hier seht, Handwaffe, Schild. Weil ich das erstmal als flexiblen Allrounder sinnvoller erachte. Und die auch, finde ich, schöner zusammenzubauen sind und auch schöner aussehen mit Handwaffe, Schild als mit diesem Speer. Vielleicht kann man dadurch Kitbashen mit den Kavallerie-Einheit-Teilen noch ein bisschen was mehr rausziehen. Aber optisch finde ich Handwaffe, Schild schöner statt Speerschild. So, soviel zum Sauruskrieger. Schöne Einheit mit einem Moralwert von 8. Wir erinnern uns, 3W6, höchster wird weggenommen. Schon nicht schlecht. Das nächste ist die Skink-Kohorte. Die Skink-Kohorte kommt mit Handwaffe, lustrianischen Wurfspeeren und Schilden. Die sind amphibisch, kaltblütig, haben eine Schuppenhaut 6+ und die Sonderregel Brutbrüder. Denn die kleinen Skinks werden in den Brutteichen zusammen mit den großen
krokodilartigen Kroxigoren ausgebrütet, die auch in diesen Skinkohorten mitlaufen können, welche als Träger von Zweihandwaffen dienen. Und da kommt halt diese coole Einheit, dass ich eine Skinks-Einheit habe, die für den Nahkampf ausgerüstet ist und für den Fernkampf auf 12 Zoll Reichweite. Und die dann zusätzlich noch ein paar von diesen großen Kroxigoren drin hat, die richtig Damage-Dealer sind. Das heißt, vorne stehen die kleinen Skinks, die umgehauen werden. Die Kroxigore können aus der zweiten Reihe über die Skinks drüber schlagen, können aber selbst nicht getroffen werden. Das heißt, es ist im Prinzip ein Kroxigore-Bunker, wenn man die mitnehmen möchte. Weiß ich noch nicht, ob es sowas geben wird bei mir oder ob ich Kruxigore alleine laufen lassen würde. Wird die Zeit zeigen. Der Fokus liegt auf jeden Fall im Moment noch nicht drauf, sondern auf den Skink-Plänklern, was die nächste Einheit ist. Skink-Plänkler sind eigentlich genau wie die Skink-Kohorte. Einziger Unterschied halt, dass es kein Regiment ist, sondern dass es Plänkler sind. Diese Plänkler-Einheit hat auch amphibisch, kaltblütig, Schuppenhaut 6+ und dann noch die Sonderregel Plänkler. Amphibisch, kann ich jetzt eben erwähnen, ist Gelände erfahren für Wasser, also Flüsse und Sümpfe und so. Das heißt, sie kriegen da nochmal zusätzlich Deckung. Nee, Moment, das waren die Chamäleons. Quatsch, sie kriegen da trotzdem Gliederbonus, falls sie drin stehen. Und dürfen auch durch marschieren. Was ganz gut ist, denn der Plänkler, der Skink-Plänkler ist ja eigentlich eine Einheit, die eher so hin und her huscht und den Gegner dann ärgert. Standardmäßig kommen die mit einer Handwaffe und dem Blasrohr. Die dürfen das Blasrohr gegen lustrianische Wurfspeere und Schilde ersetzen. Die Blasrohre haben genau wie die lustrianischen Wurfspeere eine Reichweite von 18 Zoll, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben Giftattacken und Mehrfachschüsse 2. Der lustrianische Wurfspeer ist schnell schussbereit, hat aber nur die Stärke des Trägers. In dem Falle bei den Skinkplänklern nicht schlimm, denn das Blasrohr hat auch nur eine Stärke von 3, genau wie ein Skink normal. Das heißt, da ändert sich nichts. Das Einzige ist halt, dass ich nicht so viel Schadensoutput habe durch die Speere. Jeweils nur ein Speer statt bei Mehrfachschüsse vielleicht. Und auf der anderen Seite habe ich trotzdem noch ein Schild zusätzlich zu dem Speer. Das heißt, der Rüstungswurf wird erhöht gegen Beschuss. Da bin ich mir noch nicht so sicher, was mehr Sinn macht. Optisch gefällt mir das Blasrohr besser als diese Wurfspeervariante. Praktisch, also praktischer Nutzen, unsicher. Könnt ihr mir ja mal Pro und Contra für jeweils Wurf, Speer und Blasrohr dalassen für Skink-Plänkler? Vielleicht hilft mir das dann ja auch bei der Ausrüstungsentscheidung. Dann sind wir bei den Kerneinheiten sogar schon durch. Es gibt nur diese drei. Sind relativ schnell abgegrast, denn die Ex-Menschen haben mehr speziellere Einheiten. Wie zum Beispiel die Tempelwächter. Die Tempelwache sind im Prinzip ein bisschen härtere Sauruskrieger. Ist ungefähr der Vergleich zwischen Schwertkämpfern des Imperiums und Bihandkämpfern des Imperiums. Die kommen mit besserem Kampfgeschick, kommen mit einer mit besseren Sonderregeln. Die wichtigste Sonderregel und der wichtigste Einsatz für Tempelwächter ist natürlich der, ein Modell mit einer Sänfte zu begleiten. Sänfte kann ein Slan sein oder dieser besondere Skinkpriester auf der einen Sänfte.
wie auch immer er jetzt gerade hieß. Namensgedächtnis habe ich nicht so gutes. Die geben halt sehr viel Bonus, dass diese Sänfte eigentlich auch nicht wirklich beschossen werden kann. Gegen Fernkampf besteht das Ding automatisch den Achtungs-Sir-Wurf. Wenn es so Sachen sind wie Speerschleudern oder Kanonen, wird automatisch das nächste Modell getroffen, neben der Sänfte. Das heißt, der komplette Schaden geht immer auf die Einheit der Tempelwächter, heißen sie, genau. Oh, Namensfindung ist echt ein Problem heute. Und die haben zusätzlich zu ihrer Schuppenhaut noch eine leichte Rüstung und Schild. Das heißt, die haben im Fernkampf eine Rüstung von 4 plus, von 3 plus. Im Nahkampf, da sie mit einer Hellebarde, also zweihändig kämpfen, sind sie wieder bei dem 4 plus, genau wie die Echsen, Nahrungskrieger. Aber da rentiert es sich halt, die Rüstung im Fernkampf zu haben, weil sie da ihr gesamtes Potenzial ausschöpfen können, dadurch, dass sie ihren Begleiter schützen. Dschungelschwärme gibt es. Dschungelschwärme sind sehr, sehr nett als Unterstützungseinheit. 35 Punkte pro Base, zwei Bases müssen es sein. Haben amphibisch, Giftattacken, kaltblütig und sie sind überall. Ein Dschungelschwarm als solches ist nicht wirklich stark, aber durch sie sind überall bekommt jede befreundete Einheit in diesem Nahkampf Giftattacken. Das heißt, ich habe hier vorne meine Sauruskrieger stehen, die in den Gegner angreifen. Von der Seite kommen so Dschungelschwärme dran. Alle hier vorne, so wie es in den Regeln steht, wie ich es entnommen habe, bekommen Giftattacken zusätzlich dadurch. Also perfekter Buff. Dschungelschwärme als Begleiter müssen da mitkommen. Chameleon-Skinks sind quasi fast wie Skinkplänkler, haben eine bessere ballistische Fertigkeit und haben die Sonderregel Chameleon. Dadurch haben sie nochmal einen Abzug vom Trefferwurf des Gegners. Also die haben nicht nur minus 1 für Plänkler, sondern nochmal minus 1 für Chameleon, also ist dann minus 2. Wenn sie, meine ich, im Gelände stehen, in Deckung stehen, zusätzlich, müsste ich nachgucken. Ich meine, wenn sie im Wasser stehen, haben sie nochmal zusätzlich im Wasser und im Sumpf. Aber das lässt sich herausfinden. Die sind auf jeden Fall nochmal ein bisschen schlechter zu treffen. Und Chameleon Skinks sind nur 5 groß. Das heißt, ich kann die individueller, diese kleinen Trupps, rumlaufen lassen, um seine Gegner zu ärgern. Hat Vorteile. Die haben Blasrohre. Wir erinnern uns, Blasrohre ist Mehrfachschüsse 2 und Giftattacken. Das heißt, mit einer ballistischen Fertigkeit von 4 treffen die auf die 3. Durch Plänkler können sie dann ganz normal schießen, wenn ich mich recht entsinne. Bleibt bei 3. Mehrfachschüsse auf die 4. Wenn die durch das Marschieren jetzt noch einen Abzug kriegen würden, wäre es immer noch auf die 5. Da die Kundschafter sind, kann ich sie sehr schnell an gegnerische Kriegsmaschinen ranbringen und damit vielleicht was wegschießen. Vielleicht. Oder von hinten in diese Support-Einheiten, wie zum Beispiel gegnerische Kriegsmaschinenjäger oder ähnliches, dass die von hinten eben weggesniped werden und mich da nicht mehr irgendwie vorne ärgern können an der Front, weil sie da gar nicht mehr ankommen. Chameleon Skinks wird es welche geben. Einfach nur für diese Distraction, da meines Erachtens Echsenmenschen sowieso sehr, sehr viel auch von der Synergie innerhalb der Armee profitieren, weil es da sehr viel gibt, was man machen kann. Nach den Chameleon Skinks kommen in der Elite-Sektion die Kampfechsenreiter. Gibt es auf jeden Fall welche, weil Kavallerie. Kampfechsenreiter, 5 Stück mindestens, 30 Punkte pro Modell. Kampfechsenreiter kommen mit Handwaffe und Schild. Kampfechsenreiter haben die Sonderregeln: Angst, Blödheit, Dickhäutig, Kaltblütig, Raubtierhaft für den Reiter und Schuppenhaut 5 plus. So.
Angst ist klar. Sie verursachen Angst. Blödheit? Ja, es kann sein, dass die Echsen nicht so funktionieren, wie sie sollen, auf denen sie reiten. Aber mit einem Moralwert von 8 und kaltblütig, unwahrscheinlich, dass das wirklich sehr nach hinten losgeht. Oder extrem zum Tragen kommt. Auch noch, wenn vielleicht ein Armeestandardenträger in der Nähe ist, wenn es um den entscheidenden Wurf geht. Glaube ich, negiert sich das mit der Blödheit relativ schnell raus und sie werden sehr, sehr vorhersehbar für mich als Nutzende. Dann haben wir Dekoitik. Dekoitik ist die Sonderregel, dass die funktionieren wie ein Rossharnisch. Also die bekommen die Echsen nicht nur plus 1 zum Rüstungswurf durch Beritten, sondern plus 2. Weil die Echsen, auf denen sie sitzen, so eine dicke Haut haben. Kaltblütig habe ich ja gerade auch schon erwähnt mit dem Moralwert. Raubtierhaft für den Reiter haben wir auch schon gehabt. Beim Trefferwurf eine 6 gibt eine zusätzliche Attacke. Die haben automatisch auch 2 Attacken. Ist schon nicht so schlecht. Und Schuppenhaut 5+. Das heißt, die haben eine Schuppenhaut 5+, sind beritten, ist 4+. Durch dickhäutig 3+. Durch den Schild, den sie automatisch mitnehmen, haben sie einen Rüstungswurf von 2+. Können mit Speeren aufgerüstet werden, was ihnen nicht nur die Stärke 4, sondern die Stärke 5 im Angriff gibt. Ob das sich lohnt für 4 Punkte pro Modell, weiß ich noch nicht. Aber da ich auch bei den Echsenreitern diese Devise weiterziehen werde, wie bei allen anderen Völkern mit Kavallerie, 3 breit, 2 tief, denke ich, mit maximal 6 Stück, also 24 Punkten mehr, das kann ich verkraften, dann nehme ich 2 Sauskrieger weniger mit oder so. Dann können sie auf jeden Fall dann, wenn es wichtig ist, im Nahkampf höheren Schadensoutput erzielen. So, nach den Kampfechsenreiter gehen wir mal auf die nächste Seite. Da haben wir auch noch ein paar Einheiten. Die Kroxigore. Kroxigore sind im Prinzip genauso wie die, die auch mit den Skinks mitlaufen. Amphibisch, Angst, kaltblütig, Raubtierhaft, Schuppenhaut 4+ und kommen mit 2 Handwaffen. Auch hier, wie bei allen anderen Echsen, werden sie zuletzt angreifen, in dem Fall durch 2 Handwaffen, sonst meist durch die Initiative. Sie machen halt Angst. Mit ein bisschen Glück hat der Gegner Angst vor dir und trifft nicht im Nahkampf. Und man selbst kann mit 3 Attacken und dem Raubtierhaft, also sehr vielen Attacken, mit einer Stärke von 5, mit 2 Waffen, mit einer Stärke von 7, kann man extremst bei den Gegner-Einheiten rausziehen und sogar auch Monster jagen. Also Kroxigore, 3 Stück brauchen eine Einheit, meines Erachtens müssen mit, ob im Skink-Kohortenverband oder separat. Mit einer Skink-Kohorte können sie nicht so leicht weggesnipert werden, sind aber auch nicht so flexibel wie jetzt als Einzelmodell, also als einzelne Einheit Kroxigore. Auch da könnt ihr natürlich wieder Erfahrungsberichte loswerden, wenn ihr da Erfahrung zu habt. Kommen wir zu Pterodon-Reitern. Pterodons sind Flugsaurier, die von Skinks geritten werden. Ein Pterodon-Reiter, beziehungsweise eine Einheit Pterodon-Reiter muss 5 Modelle groß sein. Nee, gar nicht. 3 verguckt, Entschuldigung. Muss 3 Modelle groß sein, hat Handwaffe und lustrianische Wurfspeere als Ausrüstung und die Regeln, die Sonderregeln sind Angst, Felsen abwerfen, fliegende Kavallerie, Gelände erfahren Wald, kaltblütig, Schuppenhaut 6+. Eine gesamte Einheit kann auch statt der Wurfspeere die Feueregel-Bolas bekommen. Die haben nochmal Flammenattacken oder ähnliches. Finde ich jetzt nicht ganz so wichtig. Deshalb ignoriere ich die in dem Moment jetzt einfach und gehe mal auf den Rest. Angst ist klar. Kommt der Pterodon in den Nahkampf, also als Unterstützer natürlich in den Nahkampf. Niemals direkt in den Nahkampf angreifen. Muss die gegnerische Einheit erstmal testen, ob sie nicht Angst hat. Macht Sinn.
dann haben wir die Sonderregel Felsen abwerfen. In der Bewegungsphase, also restliche Bewegungen, wenn die Pteranons über eine gegnerische Einheit fliegen, die nicht im Nahkampf befindlich ist, kann jeder Pteranon einmal im Spiel einen Stein abwerfen. Diese Einheit muss die Steine komplett auf eine Einheit werfen. Einer dieser Steine macht W3 Treffer der Stärke, fragt mich nicht. Kann also auf kleineren Einheiten bis zu, also wenn man nur eine Dreier-Einheit Pteranon spielt, 9 Attacken machen. Mit einer, ich weiß nicht genau wie hoch, aber doch recht hohen Stärke, finde ich. Und so als ersten Überflug, wir erinnern uns, ist fliegend, also 20 Zoll marschieren Reichweite. Kann man schon sagen, dass die böse sind. Für den ersten Angriff Steine abwerfen, dann bereithalten als Support, um vielleicht einen Angsttest auszulösen beim Gegner. Dass dieser die Einheit, die Haupteinheit, die im Angriff ist oder im Nahkampf sich befindet, nicht mehr so gut getroffen wird. Nur zu empfehlen. Geländeerfahren Wald ist dann natürlich auch eine Regel, die da sehr bei reinspielt, denn die Pteranons können problemlos in Wäldern landen, ohne Geländetests oder ähnliches. Was man ja sonst bei Kavallerie, bei Fliegern hat, wenn man sie in Wäldern, also in Deckung landen lassen möchte, muss man einen Geländetest ablegen, ob sich nicht vielleicht das fliegende Tier im Baum verheddert. Da Pteranons das gewohnt sind, muss man es nicht machen. Finde ich gar nicht so schlecht. Und ich habe immer noch dann auch noch die Möglichkeit, mit den Pteranon-Reitern in die Nähe einer gegnerischen kleineren Einheit zu fliegen und in der Beschussphase die Wurfspeere loszuwerden. Die werden uns Giftattacken haben. Dann haben wir das Stegadon. Ein Stegadon kommt alleine, also ein großes Tier mit 5 Besatzungsmitgliedern. Und diese sind ausgerüstet mit Handwaffen, austrianischen Wurfspeeren und einem Riesenbogen. Also es ist eine Waffenplattform im Standard, also in der Standardausführung. Die hat die Sonderregel Aufpralltreffer W6 plus 1. Ein Stegadon macht Entsetzen, ist ein großes Ziel, immun gegen Psychologie, kaltblütig, Kampfplattform, Schuppenhaut 4 plus, unnachgiebig, kann mit unaufhaltsamer Ansturm und mit geschärften Hörnern ausgestattet werden. Klingt schon mal nach viel. Es ist eine Einheit wie ein Streitwagen mit einer Speerschleuder oben drauf, die aber zusätzlich noch immun gegen Psychologie unnachgiebig ist und Entsetzen macht. Werde ich unter Umständen einbauen, weil mir einfach dieses Modell, dieser große Triceratops, gefällt, optisch und ja, der ganzen Armee so einen besonderen Flair gibt. Finde ich, gehört rein. Kann ich nicht mehr zu sagen. Gehört einfach dazu, meines Erachtens. Muss dabei sein. Thema beendet. Ein Bastiladon ist eine riesengroße Kampfechse. Auch ein Bastiladon besteht aus dem Bastiladon selbst und 4 Besatzungsmitglieder, Skink-Besatzungsmitglieder. Diese haben Handwaffe, lustrianische Wurfspeere und Standard ausgerüstet die Lade des Sotek. Sonderregeln sind donnernder Schlag, Entsetzen, großes Ziel, kaltblütig, Kampfplattform, schlägt immer zuletzt zu, nur das Bastiladon, Schuppenhaut 2 plus, undurchdringliche Verteidigung. Und darf die Lade des Sotex und die 4 Besatzungsmitglieder durch eine Sonnenmaschine und 3 Besatzungsmitglieder ersetzen. Wow, ist viel. Dann werde ich währenddessen mal hier an den Schilden das Gold anbringen. Das Bastiladon. Auch fast wie ein Streitwagen, nur noch härter. Handwaffe, lustrianische Wurfspeere ist klar. Ladendes Sotek kann Dschungelschwärme zusätzliche erschaffen. Um das Bastiladon herum. Was ja schon böse ist. Dann kann man mal eben so eine neue Support-Einheit spawnen,
die den Einheiten im selben Nahkampf Giftattacken gibt. Nicht zu missachten. Die Ladesotek hat auch eine Fernkampfattacke auf eine sehr kurze Reichweite. Die habe ich mir nicht wirklich durchgelesen, weil die meines Erachtens nicht von Relevanz ist. Ich kann auch mit der Ladesotek Dschungelschwere, soweit ich weiß, vergrößern. Nicht nur neue, sondern vergrößern. Sehr, sehr böse. Auch über die ursprüngliche Größe hinaus kann ich diese vergrößern. Also mit Lade des Otex meines Erachtens ist der Nutzen als reine Spawn-Einheit, diese eher etwas hinten zu halten. Deshalb halt auch nicht die Fernkampfattacke durchgelesen, weil ich da dann keinen Sinn drin sehe. Dann haben wir dann den donnernden Schlag als Sonderregel. Donnernder Schlag, eine der Attacken des Bastilladon wähle ich aus und sage, das ist das hinterwärtige Teil, der riesengroße Kolben, der hinten am Schwanz des Monsters ist. Dieser kommt mit Stärke 10. Also ein Attacker mal eben Stärke 10 von dem Viech. Kann auch böse sein gegen stark gerüstete Gegner, die dem Bastilladon was Böses wollen. Entsetzen, gut. Greife ich an, mache das Ding entsetzen, werde ich angegriffen, bleibt nur noch Angst, aber der Gegner muss immer einen Angsttest ablegen. Großes Ziel, okay, ja, es kann halt immer gesehen werden und immer beschossen werden, ein bisschen blöd, wird aber aufgewogen durch Schuppenhaut 2+, also das Viech hat eine 2er Rüstung, standardmäßig, ist schon nicht zu missachten. Ist kaltblütig, wie sonst fast auch alles bei den Echsenmenschen, also hat einen Moralwert, Test mit 3 Würfeln, höchster Wert entfernt. Waffenplattform, also eine Kampfplattform, klar, da sitzen oben die Skinks drauf, die können auch separat kämpfen. Die können zum Beispiel ihre Wurfspeere in irgendein Ziel werfen, während das Bastilladon sich mit einem anderen vergnügt. Geht. Dann haben wir, schlägt immer zuletzt zu fürs Bastilladon, ja. Hat zwar die Möglichkeit, diese Stärke 10 Attacke loszuwerden, aber schlägt zuletzt damit zu. Also es ist immer das potenzielle Risiko, dass das Bastilladon ausgeschaltet wird, bevor es zuschlagen kann. Aber ein kalkulierbares Risiko, wenn ihr mich fragt. Dann haben wir Schuppenhaut 2+, habe ich schon gesagt. Und undurchdringliche Verteidigung. Das Bastilladon hat im Nahkampf keine Flanken oder Rücken. Regeltechnisch. Es gibt keinen Flankenangriff und keinen Angriff in den Rücken bei diesem Modell, weil es überall diese dicken Platten, diese dicken Panzerplatten hat. Und demnach ist egal, von wo es angegriffen wird. Bastilladon must have, meines Erachtens. Allerdings mit Sonnenmaschine, denn die Sonnenmaschine ist ein Gerät, das einen gebundenen Zauber hat. Mit der Magiestufe 3. Mit der Energiestufe 3. Wenn dieser Zauber funktioniert, würfelt ich einen W6. Und das Ding macht einen W6 Treffer der Stärke 3 bis zu 2 W6 der Treffer der Stärke 5. Und die Sonnenmaschine gibt, glaube ich, noch den Buff, dass alle Modelle mit der Sonderregel kaltblütig um es herum eine Initiative plus 1 haben. Glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also Bastilladon wird auch dazukommen. Ein riesengroßes Bastilladon mit einem lilafarbenen Panzer. Sehr geil. Aber hier werde ich natürlich erstmal die Kerneinheiten fertig machen. Nicht, dass ich das Problem habe wie damals, als ich schon mal Echsen anfangen wollte. Da hatte ich das Bastilladon schon fertig, dann musste ich nur noch die Kerneinheiten, also eigentlich nur noch die Kerneinheiten fertig machen. Aber aufgrund von dieses Arbeitsreihe malen, was ich damals noch nicht so konnte, habe ich dann die Lust dran verloren. Und dann war es das mit den Echsen. Deshalb hoffe ich, dass es diesmal besser läuft.
und ich erstmal die Kerneinheiten fertig mache, 20 Saurus-Krieger mit Kommando sind schon mal 250 Punkte, das heißt so eine 1000-Punkte-Liste, habe ich dann die Kerneinheiten eigentlich schon durch und kann mich mit den lustigen Sachen vergnügen. Zum Schluss in der Elite-Sektion bei den nächsten Menschen kommen noch die Raptodactylus-Reiter, die Ripper Dactyl auf Englisch. Raptodactylus oder der Raptodactyl kommen in Einheitengröße 3+. Die sind ausgerüstet, also die Reiter mit Speer und Schild. Hier sehen wir schon direkt die Ausrichtung, dass es eher dafür gedacht ist, in den Nahkampf zu unterstützen tatsächlich. Im Gegensatz zu den Pterodactyl. Also Pterodons sind es ja. Der Ripperdactyl hat die Sonderregel Angst, fliegende Kavallerie, kaltblütig, Krötenhass, Raserei, nur Raptodactylus, rüstungsbrechend, Schuppenhaut 6+, Todesstoß, auch nur das Reittier. So, die können aufgewertet werden noch mit einem Champion. Zusätzliche Attacke. Sonst macht der Champion eigentlich nicht wirklich viel. Ja, Angst, klar, verursacht Angst im Nahkampf, logisch, fliegende Kavallerie, kaltblütig, auch klar alles. Krötenhass. Ich kann für eine Einheit Raptodactylen vor Beginn des Spiels nach der Aufstellung von Kundschaftern einen Krötenmarker verteilen. Greift die Einheit Raptodactylen diese gemarkerte Einheit an, die eine Kröte gekriegt hat, hat sie gegenüber dieser Einheit Hass. Hass, Raserei. Was ja nicht so schlecht ist. Muss sie zwar angreifen, hat aber noch eine zusätzliche Attacke. Das Raptodactyl-Dings, das hat alleine schon 4 Attacken. Ohne Raserei. Kommt noch eine dazu. Das sind 5 Attacken mit Todesstoß. Also kann das schon böse werden. Also die können schon ordentlich was rausnehmen. Die sind rüstungsbrechend. Also die haben eine Grundstärke von 3. Da kommt das noch nicht zu tragen. Aber durch Rüstungsbrechen ziehen sie halt einen Rüstungspunkt ab. Gerade gegen leichtere Gegner sehr gut. Weil dann meist die leichte Rüstung und der Schild negiert wird, dass nur noch ein 6er da ist. Wenn ein Todesstoß kommt und durchgeht, ist sowieso egal, wie stark die Rüstung ist. Also auch das kann böse sein. Ich persönlich mag allerdings das Modell als solches nicht. Das ist Raptodactyl. Deshalb werden diese wahrscheinlich nicht in meine Armee reinkommen, sondern die Pteranons. Und das sind dann auch die Elite-Einheiten, die ich besprechen kann. Dann bleiben noch die seltenen, die Helden und Kommandanten. Die lasse ich mir aber fürs nächste Mal. Und ich hoffe, dass ich jetzt diese noch 5 Echsen bis zum Release des Videos fertig bekomme. Dass ich diese als Thumbnail schon nehmen kann. Und ihr könnt euch dann auch mal dazu äußern, was ihr von diesem System haltet mit dem Slantember, dem Oktober, dem November und dem Deadzember. Oder ob ihr sagt, boah, lass doch den Quatsch, mach doch einfach, was du willst. Oder ob ihr dieses Zielgerichtete auch als Motivation nehmt, um vielleicht für euch mal ein Projekt rauszunehmen. So, pass auf, das Projekt wollte ich schon immer mal fertig machen. Und weil der Dizzy jetzt hier sich um speziell ein, beziehungsweise in dem Fall jetzt eher 2 Projekte diesen Monat kümmert, kann ich mich jetzt auch mal mehr auf eins konzentrieren und das einfach mal fertig machen. Könnt ihr ja mal euch zu äußern. Dann habe ich eine ganz skurrile Idee jetzt gerade im Kopf. Der Black Butcher hat im Discon-Thread geschrieben, dass wenn ich ihm einen Riesen bis dahin gebaut habe
und zur Verfügung stelle, dass er dann auch an einem vielleicht neuen, dann tatsächlich durchgeführten Giant Smackdown teilnehmen würde. Ein Echsenriesen, eine Riesenechse. Und jetzt nicht so Carnosaurus-mäßig, sondern tatsächlich Ideen über Ideen schon wieder. Na gut, aber das steht dann noch in den Sternen, was da passiert. Da weiß ich noch nicht, wie es aussieht mit der Discon. Die wird auf jeden Fall stattfinden, kann ich ja nochmal kurz erwähnen jetzt. Die Discon 2017 wird stattfinden. Pfingsten 2017. Im besten Falle Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Im schlechtesten nicht. Und da muss ich jetzt vielleicht ab nächster Woche mal anfangen, Interessenten zu akquirieren, um ungefähr abschätzen zu können, wie viel Platz wir brauchen und was eine potenzielle Location ist. Letzte Mal im Haus Grubrechtes, da stießen wir ja schon an die Grenzen, weil einfach ich dann die Tagesgäste, also die Menge der Tagesgäste unterschätzt habe und es einfach auch drubbelig wurde. Wenn wir jetzt diesmal zum Beispiel auch den Black Butcher haben, noch zusätzlich mit Freunden, dann sind halt auch noch mehr Teilnehmer, also nicht nur Tagesgäste, sondern richtige Teilnehmer. Was eigentlich dafür spricht, dass wir noch mehr Fläche brauchen und zum Beispiel auch Fläche haben für Display. Wo tatsächlich diese ganzen hübschen Armeen, die auch beim letzten Mal dabei waren, dann auch mal hingestellt werden können zwischen den Spielen und bewundert werden können und darüber geredet werden kann. Das kam nämlich auch mir persönlich bei der Discon 2017 ein bisschen zu kurz. Den Raum, also die Fläche, habe ich einfach nicht mit eingeplant bei der Raumwahl. Werde ich jetzt fürs nächste Mal natürlich optimieren. Man lernt natürlich aus solchen Sachen auch, ne? Lernen durch Schmerz. Nein, also es ist die zweite Veranstaltung gewesen, die ich selbst irgendwie organisiere. Man lernt halt dazu. Und es wird alles gut. Also die Discord 2017, Pfingsten, könnt ihr euch schon mal frei halten. Könnt ihr euch schon mal Urlaub eintragen auf der Arbeit. Da wird auf jeden Fall was kommen. Und ich mache jetzt Feierabend mit diesem Video und schicke euch zur Endcard. Willkommen auf der Endcard. Das Video ist schon wieder vorbei. Und ich muss sagen, es macht verdammt Spaß, jetzt so zielgerichtet an Projekten zu arbeiten. Da habe ich Laune drauf, da habe ich Bock drauf, das will ich weitermachen. Wenn ihr auch wollt, natürlich. Da könnt ihr euch zu äußern. Meinungen, Ideen, Wünsche, Kritik, Anregungen, Fußballbilder, was auch immer, in die Kommentare, per PM an mich. Und einfach mal eine Diskussion starten, an der ich mich natürlich auch gerne beteilige. Bis zum nächsten Mal. Maltisch am Mittwoch gibt es hier und hier Videos von früher. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuschauen. Guckt mal in den Thread der Discon 2017. Findet im Tabletop-Weltforum. Da halte ich euch immer auf dem Laufenden, welchen Stand wir gerade haben. Pfingsten 2017 wird es werden, im Raum Dortmund wahrscheinlich. Und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Nur muss ich vorher wissen, wie viele kommen wollen, um einen entsprechend großen Raum mieten zu können. So, das war's aber auch für diese Woche. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal beim Maltisch am Mittwoch mit Dizzyfinger. Tschüss.